Kaum ein Spiel wurde dieses Jahr so sehnlichst erwartet wie The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Die riesige Open-World-Spielwiese nimmt euch aber nicht immer an die Hand. Wir schicken euch auf den richtigen Pfad, damit ihr wisst, wo ihr Link mit den wichtigsten Upgrades versorgen könnt. Die Gegner in Tears of the Kingdom hauen kräftig zu. Mit mehr Herzen steckt ihr mehr weg. Ausdauer braucht ihr zum Klettern, Sprinten, Schwimmen, Gleiten und Pferdezähmen. Eure Herzen und eure Ausdauer könnt ihr bei Statuen der Göttin verbessern. Eine befindet sich zum Beispiel direkt im Schutzraum des Spähpostens. Überlegt gut, was euch am Anfang wichtiger ist, denn für eine Verbesserung braucht ihr 4 Segenslichter. Davon bekommt ihr jeweils 1 nach dem Absolvieren eines Schreins. Zudem könnt ihr euch zu bereits gemeisterten Schreinen teleportieren. Für mehr Platz in euren Taschen für Waffen, Bögen und Schilder benötigt ihr Krogsamen. Diese sind überall in Hyrule versteckt. Haltet die Augen offen und untersucht alles, was euch merkwürdig oder fehl am Platz erscheint. Seht ihr zum Beispiel einen auffällig platzierten Stein? Hebt ihn doch einfach mal hoch. Findet ihr einen Krog, der seinen Freund sucht? Dann verhelft den beiden zum Wiedersehen. Dafür erhaltet ihr sogar 2 Krogsamen. Eintauschen könnt ihr die Samen beim großen Krog Maronus. Diesen findet ihr zunächst südöstlich des Tilio-Bergs. Die erste Upgrade-Stufe bekommt ihr für nur einen Samen. Die folgenden werden dann immer teurer. Maronus zieht nach eurem ersten Besuch zum Spähposten weiter. Um das Beste aus euren Waffen herauszuholen, solltet ihr eure Synthesefähigkeit verwenden. Dadurch fügt ihr 2 Teile zu einer stärkeren und haltbareren Waffe zusammen. Die Synthese könnt ihr auch rückgängig machen, dann verliert ihr aber den hinzugefügten Gegenstand. Bei Pupunda auf der Insel Taburassa könnt ihr eure Waffen wieder in ihre 2 Ausgangsteile zurücksetzen lassen. Das kostet euch 20 Rubine und ist nützlich, wenn ihr eine Waffe findet, die schon aus 2 Teilen besteht, aber nur 1 der Teile gut ist. Außerdem könnt ihr so bedenkenlos eure stärksten Materialien für Synthese nutzen, solange ihr die Waffe vor dem Zerbrechen zu Pupunda schafft. Wollt ihr keine Rubine ausgeben, habt ihr alternativ auch die Möglichkeit, eure Lieblingswaffen, Schilder oder Bögen reparieren zu lassen und sie so theoretisch für immer zu behalten. Dafür sucht ihr die Fels-Octoroks rund um den Todesberg auf und lasst von ihnen eure beschädigten Waffen einsaugen. Die Fels-Octoroks spucken sie repariert wieder aus. Zusätzlich erhalten die Waffen sogar noch eine zufällige Eigenschaft. Das Ganze funktioniert nur einmal pro Octorok. Habt ihr alle Octoroks durch, müsst ihr erst auf den nächsten Blutmond warten. Der setzt die Octoroks samt Reparaturfähigkeiten wieder zurück. Eure Rüstungsteile lassen sich bei den großen Feen aufwerten. Mit jeder Fee, die ihr freischaltet, könnt ihr eure Rüstungsteile einmal verbessern. Um zur ersten großen Fee zu gelangen, braucht ihr aber erstmal ein Pferd und 3 Stallpunkte. Stallpunkte bekommt ihr super easy, einen alleine schon, wenn ihr einen Stall entdeckt. Mit 3 Stallpunkten erhaltet ihr ein Geschirr. Am Kleeblattkurier könnt ihr die Questreihe Auf der Suche nach Wahrheit starten. Sprecht als nächstes am Stall des Waldes mit den Musikern. Ihr sollt ihnen helfen, deren Kutsche zu reparieren, und mit eurem neuen Geschirr könnt ihr die Truppe anschließend zur Fee Thera ziehen. Dort erfahrt ihr auch die Aufenthaltsorte ihrer Schwestern. Zum Freischalten der restlichen großen Feen müsst ihr dann wieder den Musikern helfen, zur jeweiligen Fee zu gelangen. Fürs Verbessern der einzelnen Rüstungsteile braucht ihr jeweils spezielle Items. Habt ihr euch schon eine dieser Flugmaschinen gebaut? Damit ihr auch über die höchsten Höhen hinaussteigen könnt, brauchen die ordentlich Saft. Gleich am Anfang des Spiels findet ihr dieses Diener-Konstrukt, welches für euch zusätzliche Batterien anfertigen kann. Das kostet pro Zusatzbatterie 100 Sonau-Energiekristalle. Sonau-Energiekristalle kann man gegen Sonanium tauschen. Sonanium bekommt ihr aus diesen türkisen Felsen und später auch von einigen Gegnern. Ein Alchemiekonstrukt, das euch den Umtausch von Sonanium in Sonau-Energiekristalle ermöglicht, findet ihr zwar auch auf der ersten Himmelsinsel, allerdings hat dieser Händler nur einen sehr kleinen Vorrat an Energiekristallen. Deshalb solltet ihr am Spähposten unbedingt mit Robelo und Joscha sprechen. Von ihnen erhaltet ihr eine Quest, welche euch an Orte führt, wo ihr mehr Sonanium abbauen und auch besser in Sonau-Energiekristalle umwandeln könnt. Jetzt habt ihr einen Überblick über die wichtigsten Upgrades in Tears of the Kingdom. Wie gefällt euch der neue Zelda-Teil? Schreibt es uns doch in die Kommentare und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren.